Das hier heute ist ein kleines Werbevideo mit ganz, ganz süßen Produkten namens Squishmallows von der Marke Hexbug. Jetzt kommen die auch zu uns nach Österreich und nach Deutschland. Und die sind einfach so süß, die muss man einfach haben. Und wir haben uns gedacht, wir packen das in eine kleine Challenge. Und ihr kennt bestimmt die Mystery Box Challenge. Wir machen die Mystery Bag Challenge. Hier sind schon die ganzen Säcke vorbereitet mit den ganzen süßen Squishmallows. So, wir erklären schnell die Spielregeln. Und zwar spielen wir Schnick, Schnack, Schnuck. Der Gewinner darf sich zwei Säckchen aussuchen. Der andere muss natürlich wegschauen. Und der gewonnen hat mit den zwei Säcken, der darf in einen Sack reinschauen und dann entscheiden, ob er sich den Sack behält oder doch den anderen nimmt und muss den anderen dann den Sack geben, den er nicht haben will. Es klingt jetzt kompliziert, aber wir zeigen es euch einfach mal. Es ist ganz easy. Okay? Wir beginnen mit Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnick, Schnack, Schnuck. Nein! Das. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das süßer ist als das. Deshalb gebe ich das der Ilia. Ilia? Bitte schön, du darfst schauen. Das ist für dich. Machst du auf? Hier. Oh mein Gott! Ich hab die Eulen. Oh, die sind so süß und so flauschig. Wo ist dein Einhorn? Ich habe eine Eule. Wie heißen sie? Also meine heißt... Ich habe die Esmeralda. Ich habe die Hut. 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 Hut die Eule. Liebt es zu studieren und zu lesen. Er ist ein guter Sänger. Aber er singt wirklich nur, wenn er glaubt, dass ihm niemand zuhört. Esmeralda, das Rainbow-Einhorn. Sie ist eine farbenfrohe Persönlichkeit. Sie ist sehr kreativ und wandelt alles ins Positive. Ui, das ist süß. Ja, das ist wirklich so süß. Okay, jetzt bin ich. Wegschauen. Sehr, sehr süß. Aber ich glaube, es passt ein bisschen besser zu Arwen. Okay, Arwen, du kannst schauen. Das bekommst du. Danke schön. Das ist für mich. Okay, ich bin jetzt echt gespannt. Ich bin auch gespannt. Die Katze liebt es, in- und aus Boxen zu springen. Rein, raus, rein, raus. Und er mag es, Bogen zu bauen. Er liebt es, ein Nickerchen zu machen. Aber ist auch immer für ein Abenteuer zu haben. Elefantin liebt gesunde Menüs und alles, was wohltuend zu essen ist. Und
Hier habe ich jetzt einen dicken Elefant und jetzt wieder einen dünnen Elefant. Wieder einen dicken Elefant, wieder einen dünnen Elefant. Was ist das? Du kommst neben. Oh, das sieht so klingt aus. Du kommst neben. Gut. Okay, schaue ich wieder weg. Okay. Okay, ich glaube, das bekommt die Ilia. Ich glaube, das passt mehr zu Ilia. Ilia, es geht. Dankeschön. Ich liebe Faultiere. Oh, wie süß. Ah, und so knuffig. Wie heißt er denn? Simon. Simon. Simon oder Simon? Ich hab meinen Namen vergessen, ich muss nicht in meine Karte. Randy. Ich hab den Simon. Warum hab ich die Kugel? Weil du Simon bist. Ich bin Randy. Oh, ich hab mal wie süß. Randy der Waschbär. Wenn du Randy nicht findest, schau über dich. Denn Randy liebt es zu klettern und er liebt die schöne Aussicht. Komm runter! Simon das Faultier mag eigentlich nichts außer chillen und abzuhängen. Das Einzige, was ihm noch lieber ist, sind Videospiele. Wenn ihr das auch mögt, dann ist Simon euer bester Partner. Collect us all. Okay, jetzt weg schon mit dir. Was ist passiert? Nichts, er lebt noch. Ja, er guckt so hinterm Polster hervor. Und den hier. Ich nehme diesmal den hier. Ich bin echt gespannt, was da drin ist. Okay, nee. Der ist so cute, aber das ist ganz die Arwen. Arwen, for you. Thank you. Das lila Einhorn ist eine Träumerin und liebt die Sterne. Sie denkt gerne nach und will später mal ein Professor werden. Tim das Alpaka ist ein richtiger Rockmusiker und liebt es, Gitarre zu spielen. Und irgendwann fährt er mit seinem Tourbus los. Schau, der ist vorher runtergefahren, aber ich habe ihn wieder aufgesetzt. Warte ich mal, jetzt dran. Zwei Sekunden, nochmal zwei. Dann bleibt eins zu viel. Naja, wenn. Okay, ich schau weg. Yeah.
Das ist meine. Welche ist meine? Der Fuchs. Fifi liebt Abenteuer und hat schon die Arktis bereist und viele Berge. Und die nächste Reise könnte mit dir sein. Gary die Giraffe. Nichts kann ihn stoppen. Er liebt es zu laufen, weil er als Giraffe so lange Beine hat. Was? Und damit löst er eigentlich jedes Problem. Okay, wo gehen wir denn? Gary, Gary, gib mich hierher. Fifi kommt hier. Okay, das ist jetzt... Okay. Ja. Okay, los geht's. Okay, ich nehme jetzt die zwei. Das sind die letzten zwei. Schön den hier. Okay, Alvin, das ist definitiv meines, bitteschön. Ich mag noch nicht sehen, was du hast. Das will ich auch ausgepackt haben. Das ist so süß. Oh, das ist so cute. Der Igel ist ein echter Filmfan und er liebt Pudding, besonders mit Punkten drauf. Aber er kostet alles, was auf seinem Teller landet. Puff der Pinguin liebt es, im Internet zu surfen und immer nach den neuesten Dingen zu suchen. Puff liebt außerdem Roboter und alles, was dazugehört. Hallo Hans, ich bin Hans. Nein, hallo Puff, ich bin der Hans. Hallo, ich bin Puff und du heißt Hans. Ja. Schau, wie süß das aussieht. Und als letzter habe ich mir gedacht, wir spielen jetzt nochmal Schnick, Schnack, Schnuck, okay? Oh Gott, da werde ich schon verlieren. Ich kann die Arme, die ist viel besser, als ich nicht mehr habe, okay? Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Okay. Okay, da kannst du selber zuschauen. Okay. Nein! Nein! Der ist aber süß. Wie heißt er? Sieht aus wie eine Erbse. Der heißt Danny. Danny! Voll süß. Irgendwie schaut das aus wie so eine kleine Erbse. Oh. Erbse. Oder wie so eine Schnecke. Oh, schau mal. Erbse, Erbse. Oh, das ist auch voll cute. Der? Danny. Danny. Danny der Dino passt super in dein Team. Besonders dann, wenn du wie Danny Brettspiele liebst. Oh mein Gott, Leute, das ist so cute. Und jetzt ist unsere Sammlung. Vollständig. Oh mein Gott, schaut mal, wie süß das aussieht. Euch an, die sind einfach so süß.
Und das müsst ihr euch vorstellen, wenn die halt alle so am Bett sitzen, dann sieht das auch so knuffig aus und die haben einfach die perfekte Größe auch so für ein Polster. Sind auch perfekt für Reisen und sowas. Und ich habe noch eine Frage. Willst du noch irgendwas tauschen? Ich würde gerne deine Astrid gegen meine Esmeralda tauschen. Esmeralda, Entschuldigung. Nein. Die tausche ich nur gegen deinen Tim, weil der türkis ist. Aber der Tim ist so süß. Nein, ich tausche den Tim vielleicht gegen den Hut. Nein. Nein. Kann dann gegen den Franz. Hans. Entschuldigung. Hans meine ich. Das klingt so gleich. Das gegen die. Gegen den. Gegen die Eulen, ja. Ja, gut. Nein. Aber ich hätte gern deinen Elefant, also deine Giraffe gegen. Die Giraffe hat auch einen Namen. Gegen. Ja, ja. Weißt du zufälligerweise noch, wie das Tier, was du gerne hättest, heißt? Ich weiß es nämlich schon. Es ist der Groovy Gary. Ja. Hallo. Okay, ich hätte gerne einen Gary gegen den Hut. Nein. Ich tausche nur den Igel gegen den Hut. Aber der Hans? Schau mal, der Vogel, ein Vogel. Schau da vorne, ist wirklich ein Vogel in unserem Haus. Der sieht doch immer aus. Ja, schau, da ist ein Vogel. Ja, schau, du musst ganz genau schauen. Schau lange, sonst siehst du ihn nicht. Hans weg. Gut, nein. Gut, wir gehen mal rauf in mein Zimmer. Erzähle ich euch auch noch eine Geschichte. Ihr auch da oben. Es war einmal eine Prinzessin. Sie lebte hoch auf einem Turm.